langsam wird es wirklich Zeit, dass ich fertig werde hier. Ganz fertig werde ich sicherlich nicht, weil wir müssen demnächst hier erstmal übergangsweise einziehen. Ich weiß nicht, inwiefern ich das schaffe, hier den Boden schon zu fließen, aber ein Ofen kommt auf jeden Fall rein und ein Generator wird schon mal da sein. Ja, und für Abwasser muss natürlich auch irgendwie gesorgt sein. Im Notfall haben wir auch die Komposttoilette unten, das geht auch für den Übergang. Aber wir werden uns auf jeden Fall hier einrichten eine Zeit lang. Und deswegen, ich muss mich beeilen, ich mache mal eben weiter, melde mich gleich wieder. Wir sind so gesehen jetzt doch ein bisschen in Stress gekommen, weil wir am 22.03. hier in das Blockhaus umziehen und bis dahin muss noch ziemlich viel passieren, ist aber machbar, sieht jetzt noch alles ein bisschen wüst aus und nach Rohbau, aber das sind jetzt die Arbeiten, die wirklich schnell gehen, so Holzpaneelen anbringen, Rigipsplatten. Und ja, wenn nachher noch nicht gestrichen ist, wir können übergangsweise hier rein. Das wäre nicht das erste Mal, dass wir in ein Haus einziehen, was noch nicht gestrichen ist. In Högl zum Beispiel damals, als wir da eingezogen sind, da hatten wir die Lehmputzwände gemacht alle und die konnten wir nicht streichen, weil das ein ganz kalter und nasser Sommer war und die einfach nicht trocknen wollten. Und somit haben wir dann auch die ersten 4 Wochen da gewohnt, ohne gestrichen zu haben, aber das war weiter nicht das Problem. Da sind wir auch voll flexibel. Das Haus ist auf jeden Fall verkauft jetzt und wir warten jetzt eigentlich nur auf den Zeitpunkt, dass wir die Übergabe machen können für das andere Haus, aber haben entschieden, dass es besser ist, erstmal jetzt hier das fertig zu machen, übergangsweise hier ins Blockhaus zu gehen und dann in das Ferienhaus oder in das kleinere Haus, was im besseren Zustand ist, von unserer neuen Immobilie zu ziehen. Bis dahin, wie gesagt, jeden Tag volles Programm, zwischenzeitlich dann auch noch Kartons rüberbringen und alles Mögliche an Möbeln, was schon weg kann. Und ja, es ist einfach eine Organisationsfrage jetzt, wie man das am besten alles macht. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das alles schaffen. Und ja, jede Deadline ist auch immer eine Herausforderung und das spornt einen an. Und man schafft tatsächlich jedes Mal irgendwie mehr, als man gedacht hätte.
Ja, das war heute nur ein recht kurzes Video, aber ich denke mal, ihr seid auch interessiert, wie es bei uns weitergeht. Bei uns war jetzt eben unheimlich viel abzuwickeln und ja, telefonieren und organisieren, E-Mails schreiben und Formulare und Verträge fertig machen und ausdrucken und ja, was alles eben dazugehört. Der ganze bürokratische Wahnsinn sozusagen. Aber es muss eben gemacht werden und ja, eigentlich am liebsten schaffe ich irgendwas, was man hinterher angucken und anfassen kann. Das macht mir am meisten Spaß und deswegen werde ich jetzt hier erstmal weitermachen. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten und bis nächstes Mal.